Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Informationsvideo. Doch bevor ich zum Thema komme, natürlich erstmal vorab wünsche ich euch allen ein frohes, neues und hoffentlich gesundes und erfolgreiches Jahr 2015. Ich wünsche euch für das Jahr 2015 alles Gute, viel Glück, viel Erfolg im Beruf als auch in privater Natur und vor allem natürlich auch viel Gesundheit. Ein neues Jahr bringt ja auch immer so ein paar Veränderungen mit sich und das wird auf meinem Kanal natürlich auch nicht anders sein. Deswegen wollte ich euch für das Jahr 2015 so einen ganz groben Fahrplan, zumindest für die nächste Zeit, mit auf den Weg geben bezüglich des Upload-Plans. Und ihr seht wahrscheinlich schon im Hintergrund, ich habe mir so überlegt, ich möchte versuchen, ich kann es wirklich nicht garantieren, aber ich möchte versuchen, pro Tag in den nächsten Wochen immer 3 Videos an einen Tag zu bringen. Das wird sich wie folgt zusammensetzen. Was nach wie vor ist und auf jeden Fall auch bleibt, ist der FIFA 15 Karrieremodus. Da wird wirklich täglich, sprich jeden Tag um 17 Uhr ein neuer Part erscheinen. Die anderen Uploadzeiten für die nächsten 2 Videos sind dann immer um 18 und um 19 Uhr. Welche Projekte das sein werden, kann ich nicht sagen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was gerade fertig auf der Platte liegt. Aber so im ganz groben Schema, ihr seht es im Hintergrund, möchte ich gerne in der Woche 4 bis 5 Mal jeweils Tales of Exilia 2 und Pokémon Alpha Saphir bringen. 2 bis 3 Mal in der Woche The Legend of Zelda, Ocarina of Time, was ja gerade gestartet ist, genauso wie FIFA 15 Ultimate Team, was auch gerade erst gestartet ist. Wie gesagt, ich kann leider nicht garantieren, dass ich es jeden Tag schaffen werde, 3 Videos pro Tag hochzuladen, aber ich tue wirklich mein Bestes, dass zumindest jeden zweiten Tag 3 Videos an einem Tag erscheinen werden. Das sind jetzt auch nur ganz grobe Vorrichtungen, die ich hier angegeben habe. Es könnte auch zum Beispiel sein, dass in der Woche vielleicht 4 oder 5 The Legend of Zelda Ocarina of Time Parts kommen, aber dafür vielleicht ein Tales of Exilia 2 und ein Pokémon Part weniger, je nachdem, was ich halt eben auf der Platte habe. Und auch die Nachfolgeprojekte, ihr seht es, stehen bereits fest. Ich denke mal, bis zum Sommer, also in der ersten Jahreshälfte 2015, werden wir es schaffen, Tales of Exilia 2 und auch Pokémon Alpha Saphir zu beenden. Ich denke, The Legend of Zelda Ocarina of Time wird sogar vielleicht sogar etwas früher fertig als die beiden Projekte. Und für alle drei stehen auch schon die Nachfolgeprojekte fest. Für Tales of Exilia 2 wird das im wahrscheinlich im Sommer erscheinende Tales of Cesteria folgen. Auf Pokémon Alpha Saphir wird das ebenfalls im Juni, Juli angekündigte Endeval folgen. Endeval, die Trümmer der Ordnung. Für die, die es nicht wissen, Endeval ist eine Complete Conversion, eine Mod zu The Elder Scrolls 5 Skyrim, was ich damals, kurz nach dem Erscheinen, auch gesuchtet habe, bis zum geht nicht mehr, was ein sehr, sehr langes Projekt werden wird, auf das ich mich schon extrem freue. Und auf The Legend of Zelda Ocarina of Time wird, das steht auch schon fest, Heavy Rain folgen. Sollten Tales of Exilia 2 und Pokémon Alpha Saphir früher beendet werden als vorgesehen und die beiden Nachfolgeprojekte noch nicht erschienen sein, dann könnte es durchaus möglich sein, dass auch kurze Zwischenprojekte eingeschoben werden. So, das ist so der ganz grobe Ablauf für die ersten Wochen und Monate im Jahr 2015. Falls ihr Fragen habt oder auch Projektvorschläge kleinerer Natur, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ich lese mir alles durch und werde natürlich auch auf jeden Kommentar antworten. In dem Sinne wünsche ich euch noch einmal ein frohes neues Jahr 2015. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu und habt weiterhin so viel Spaß an meinen Videos. Also macht's gut, wir sehen uns. Ciao, ciao, sagt euer Killer.